Hey Leute, willkommen, neue Folge von 1, 2, 3, schon unterwegs. Heute bin ich von der nächsten Radtour. Hinter mir könnt ihr gerade sehen, ist die Ruhr. Und zwar fahre ich heute zur Sophia Höhe Tagebau, zum Braunkohleabbau. Guckt euch da mal an. Ich war schon mal vor zwei Monaten bei Sophia Höhe gewesen. Selber auf dem Berg und heute wollte ich mal den Braunkohleabgebiet mir mal angucken, Leute. Richtig geile Tour heute geplant, was bestimmt mir mega Spaß machen wird. Ich werde natürlich wieder ein bisschen filmen, der GoPro, wie ihr bei mir schon gewohnt seid. Ich würde sagen, dann heißt Let's Go, 1, 2, 3, fahren unterwegs, Leute! So, jetzt habe ich meine GoPro mal angeschmissen. Ich bin heute von Düren aus gestartet. Wie schon gesagt, ich fahre jetzt den Tagebau bei Sophia Höhe. Da war ich jetzt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in meinem ersten Video, da war ich vor zwei Monaten gewesen, auf Karten mit Nico damals. Ich bin damals ganz hochgefahren zum Römerturm. Haben wir es oben angeguckt, war ja richtig cool und sind mir gerade ausgefahren hoch. Ja, letzte Woche habe ich dann meine erste Wanderung gemacht, die echt cool war und mega Spaß gemacht hat. Ich werde jetzt auch demnächst mehr wandern gehen. Aber ich habe gesagt, komm, mach dann eine Fahrradtour. Das Schöne ist, bis zu vier Höhe fahre ich jetzt zum größten Teil der Ruhr entlang. Echt cool, ich finde. Ich bin gerne am Wasser irgendwo. Mega geil, kann ich so sagen. Ich bin echt ganz gespannt, was die Tour wird. Ich werde es auf jeden Fall mega genießen. Ja, natürlich schon wieder abfette Film. So Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir schöne Stellen hier auf die Tour. Wunderschön an Ruhr entlang zu fahren. Ich finde es richtig nur geil. Kann man mega geil genießen. Absolut top. Ich habe es noch 5 Meter vor mir und das hat hier auch schon erreicht. Es regnet gerade ein klein bisschen. Gucken, wenn wir schon Regensachen auspacken gleich. Mal abwarten. Leute, ich werde jetzt weiterfahren und sehen uns gleich beim Zielort. Ja, wie ihr merken könnt, hat gerade ein kleiner Regen vor eingesetzt. Ich hoffe, da ihr trinkt nicht zu stark und dann geht's noch. Ich meine, ich habe so eine Regenjacke mit für den Notfall, aber dann kann man es noch ohne Regenjacke machen. Aber so muss man rechnen für Radtouren. Wir sollten versuchen, so gut wie es geht, auf alles vorbereitet zu sein. Aber wie gesagt, das ist richtig cool, in Ruhe entlang zu fahren bis zum Zielort. Das ist eine richtig coole Tour. Mega geile Strecke. Einfach nur eins zu sagen, top, top, top. Ich merke natürlich auch den letzten aus, das ist geil. Sorry Leute, weil das ist das schön hier in der Ruhe. Was sagen wir, vielleicht auch den letzten Abschnitt wieder filmen. Kurz vom Ziel, aber es ist echt schön hier in der Ruhe lang zu fahren. Ne? Das liebe ich auch bei Touren. Wasser lang zu fahren, einfach nur geil, Leute. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich vom Ziel, Leute. Bis dahin.
Ich muss die Landstraße gerade entlang fahren. Ich bin jetzt gleich fast da. An die Promotion möchte. Und ich sehe auch gerade den zu vier Höhe, der Weg selber. Der findet sich auf der anderen Seite, wo ich fahre. Von mir aus gesehen. Also der Berg selber, wo ich vor 2 Wochen gewesen bin, bei der Sophia Höhe, ist auch immer Talabbau. Und das alles dann die ganzen Sand und so, dass sie alles da ausgegraben haben, wurde so einen großen Berg angehäuft. Der Fall halt zum Aussichtspunkt von der Sophia. Ich habe das Ziel erreicht. Hier könnt ihr so sehen, so ein Plan von der ganzen Umgebung hier, von den ganzen Abbaugebieten, die hier sind, auch den anderen zu sehen. Und ich wollte ein bisschen näher für euch, der sogenannte Blausteinsee, wo ich schon vor 3 Wochen gewesen bin. Ich zeige euch das Abbaugebiet selber. Das hier ist das Abbaugebiet. Von riesengroßen Fläche. Ich bin jetzt schon seit ein paar Minuten hier und konnte eben entdecken, erstmal im Hintergrund hat man das Kraftwerk, womit durch die Braunkohle Energie gewonnen wird. Direkt daneben, ich hole es mal so gut wie es geht näher, ist der Iman. Der Iman ist eine Stahlkonstruktion, wo man hochgehen kann, von oben hat man eine mega Aussicht, aber von der anderen Seite, war schon mal vor, boah, ich glaube, letzten Jahr war ich da gewesen, beim Iman. Ihr müsst auch mal da eine mega geile Aussicht von da oben. Schon krass, dass ich zufällig jetzt hier auf der anderen Seite stehe. Hammer, richtig geil, Leute. Ich bin jetzt zum Beispiel vorne. Ein Braunkohlelager, wo Braunkohle abgebaut wird. Hey Leute, ja, die Bündnisregierung beschlossen hat, mit der Braunkohle aufzuhören, macht das hier auch in naher Zukunft zu Ende gehen. Und das Wort habe ich schon gerade eben lesen können. Alles zurückgesetzt zum Naturschutzgebiet und hier wird ein See draus gemacht. Genau, wo ich gerade hier stehe, wird ein See draus gemacht. Das wird alles höchstwahrscheinlich bis im Jahre 2060 zum See umgewandelt sein, Naturschutzgebiet, wo man sich erholen kann. Bin ich echt mal gespannt, ob das dann auch so aussieht, wie es auf diesen Bildern ist. Ich habe auch von diesen Bildern gemacht. Das ist echt ein cooler Tag heute. Ich werde noch ein bisschen chillen und werde dann nachher weiterfahren. Und gleich noch eine Abschlussaufnahme mache für euch, Leute. Das ist echt der Hammer hier. We were
Summer breeze came from the sea. Nighttime dances colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in all. Ich bin gerade bei der Abfahrt unterwegs. Ich befinde mich gerade noch am Abbaugebiet. Ich fahre jetzt erst zurück, meine sehr geile Radtour. Ich bin gerade durch. Ich werde mich von der Stelle wegen abwarten, dann werde ich zurückfahren. Meine sehr geile Tour ist schon gemacht. Hat mega Spaß gemacht. Leute, ich würde sagen, wir haben uns bei der nächsten Folge. Ich habe jetzt 1, 2, 3, Schaden unter. Bis dahin, Leute. Goodbye.